Hallihallo, ihr Hübsche! Herzlich willkommen zurück! Ich habe hier wieder was Schönes vor mir liegen. Die Grinsekatze hat geklingelt. Ja, die Grinsekatze ist, das wisst ihr sicherlich alle. Was hier Schönes drin ist. Ich konnte nie widerstehen. Nie. Da gibt es auch noch weitere Motive davon. Aber welche ich mir jetzt ausgesucht habe, zeige ich euch jetzt. So, fangen wir an mit dem ersten. Das andere kommt erstmal runter. Karton ist leer. Das Blöde ist, kommen so gefallen. Das ist immer schwierig, weil man hat dann wirklich so einen Knick in der Mitte. Ja, das lässt sich immer schwer rausmachen. Auch mit Glattziehen und unter den Teppich legen. Na, ja, wir schauen mal. Kriegen wir schon hin. So, Bild Nummer 1. Gut, vielleicht geht's auch, wenn man die Folie noch mal ein bisschen glatt zieht. Ja, Bild Nummer 1. Format von 30 x 40 cm. Tool. Oh. 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 Toolkit. Schut, 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 schut. Wir haben zwei Stifte. Zwei weiße Glitzy-Stifte. Seht ihr das? Glitzern. Ich finde die muss so schön, wenn die glitzern. Ein rosa Squishy. Das grüne Schiffchen. Standortschiffchen. Zipptüten. Ein großes Stück Wachs. Also es wären eigentlich zwei Plättchen. Und zwei Aufsätze. Einen Zehner und einen Schieber. Hier haben wir den Schieber. Und den Zehneraufsetzer. Sehr fein. Schönes Toolkit. Gefällt mir. Alles wieder rein. So. Und so. Auf jeden Fall haben wir runde Steinchen. Guck mal. Sind das Acryl oder Harzsteine? Ich glaube. Nee, es sind Acryl. Ich habe ein Pünktchen gefunden. Es sind Acrylsteine. Ganz bunt gemischt wieder. Von dunkel über hell. Alles mit dabei. Insgesamt haben wir 25 Farben. Das Motiv hätte ich echt gerne noch für Malen nach Zahlen. Falls das jemand hat oder weiß, wo ich das finde, schreibt mir gerne mal. Schaut. Tiger. Ist doch ein Tiger, ne? Tiger? Tiger. Jetzt schon überlegt, Tiger oder Leopard, aber es ist ein Tiger. Mit diesen Blumen im Gesicht. Diese Augen, auch wenn ihr hier in die Augen noch AB-Steine mit einsetzt. Oh. Das wird ein Hingucker. Ist eben wirklich kein klassisches Motiv in dem Sinne, aber das hat mich gefesselt. Ich habe es gesehen und musste es unbedingt haben. Hat man hier jeden Tag sowas? Da werde ich auch sehr, sehr viel Freude haben beim Painten. So, wieder rein mit dir. Knister, knister, knister. Ach, wisst ihr, ich mache das gleich. So,
Moment. Da. Nächstes Bild ist in genau der gleichen Art. Hier haben wir 19 Bilder. 19 Farben, nicht 19 Bilder, 19 Farben. Weniger Koffein. Okay. So. Das auch, kommt auch wieder so gefaltet an. Das ist manchmal bei Amazon so, dass ihr die Bilder nicht gefaltet, nicht gerollt, sondern gefaltet bekommt. Meine Güte, was erzähle ich hier für einen Quatsch? Oh. Wir haben wieder das gleiche Toolkit. Ist nochmal festgeklebt. Jetzt. Jetzt hab schon ein Loch drin. Naja. Oh, das Wachs sieht aber ein bisschen knuddelig aus. Ja, ist ein bisschen verlaufen. Aber gut. Aber wie gesagt, das gleiche Toolkit. Wachs hat man ja zum Glück immer in Genüge da. Sehr gedeckte Farben. Runde Steinchen, Acrylsteinchen. Das Bild 30x40, wie gesagt 19 Farben. Und diesmal haben wir den Löwen mit Rosen im Gesicht. Wunderschön. Also wer auch wirklich so ein Faible hat für Tiere und Blumen und das noch als Kombination. Ja, bestellt euch das definitiv. Ich verlinke euch wieder alles unten, dass ihr das auch nachkaufen könnt, wenn ihr möchtet. Preislich waren sie auch echt okay. Versand ging innerhalb, na gut, wenn ihr Amazon Prime habt, ist es am nächsten Tag da. Na, also wirklich, Versand geht echt schnell. Dass ihr auch loslegen könnt. So, das war's schon wieder mit dem Grinsekatzenlieferanten. Ja. Jetzt heißt es für mich erstmal aufräumen. Die ganze Pappe. Na gut. So viel Pappe war es ja gar nicht. Auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen aufräumen, Ordnung schaffen. Derweile wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.